Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play im LS25 im Farming Simulator 25. Ich heiße euch recht herzlich willkommen und wir starten auf der Hutan Pantai, wie man unschwer erkennen kann. Allein an den Maschinen und natürlich ein bisschen auch hier am Outfit. Yo! Freunde, es geht los. Wir zocken die erste Runde, machen das erste Let's Play. Und ich habe mich eben für die asiatische Map entschieden, muss ich ehrlich sagen. Denn ich habe in den letzten Tagen ein bisschen mir die Videos angeschaut von den Kollegen. Und vielleicht habe ich dieser Map auch ein bisschen Unrecht getan. Ich gebe ihr auf jeden Fall eine Chance. Und ich habe auch ein bisschen eine Idee, was wir hier auf dieser Map machen wollen. Weil natürlich wollen wir hier vor allen Dingen ein bisschen die neuen Dinge antesten. Und das seht ihr jetzt auch schon hier an den Maschinen, die hier stehen. Das sind nicht die üblichen Geräte, die üblichen Maschinen, die wir sonst immer benutzen, sondern ich habe hier auch gleich ein bisschen am Fuhrpark gearbeitet. Wir starten in Anführungszeichen bei Null, haben mir aber 1 Million gegeben, denn ich habe einen Hof und auch schon die ersten Dinge gebaut. Da werden wir jetzt auch gleich hinfahren und die Idee, die hier eigentlich besteht an der ganzen Geschichte oder die ich hier habe, ist, ich will sowohl bei den Tierchen arbeiten. Wir werden Ziege und Schafen, damit werden wir wohl beginnen, als auch vor allen Dingen viel mit Gewächshäusern. Und da möchte ich vor allen Dingen natürlich die regionalen Produkte anbauen und Chinakohl und ähnliches. Jo, so, jetzt sollte der doch hier eigentlich... Ach, ich habe den noch nicht umgebaut. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe den ursprünglich gekauft ohne die Frontladererweiterung. Das müssen wir dann noch machen. So, jetzt muss ich mal testen, ob der Sound hier soweit passt. Ich glaube, der ist ein bisschen laut. Okay. Wo muss es hin? Da muss es hin. Und dann werden wir den hier nochmal konfigurieren, denn wir brauchen den Frontlader. Kubota. Ja, wir nehmen Kubota. Natürlich, klar. So, da kommen nochmal 1500 dazu und wurde geändert. Ja, wir werden uns noch ein bisschen hier an die Steuerung gewöhnen müssen, an die Menüs. So, aber Übung macht den Meister und je mehr wir natürlich darin arbeiten, desto eher werden wir uns dran gewöhnen. So, ich habe einen Grubber, denn wir haben ein Feld und da ist Baumwolle drauf und das werde ich jetzt erstmal platt machen müssen, denn wir machen erstmal ganz, ganz groß Wiese. So, und dann habe ich mir auch hier diesen Spezial Ballenspieß hier gekauft, den man auch variabel einstellen kann. Mal schauen. So, zack. Und jetzt müsste man den hier zusammen machen können. Hervorragend. Sehr schön. Das ist also erstmal das, was mit dem wir hier starten. Dann brauche ich noch das Frontgewicht. Achso, stopp. Wir müssen natürlich, sonst kriege ich wieder Schimpfe. So muss das sein. Hervorragend. So, wo ist das Gewicht? Hier, hier, hier und dran. Hervorragend. Sehr schön. Ich hoffe, dass das jetzt passt, weil wir haben natürlich hier mit dem Lemken, der glaube ich knapp 5 Meter Arbeitsbreite hat, haben wir aber auch, brauchen wir 180 PS und das hat auch dieser Schlepper, 180. Den kann man noch ein bisschen pimpen im Zweifel, aber wir versuchen es einfach mal so. Und wo müssen wir jetzt hin? So, jetzt muss ich nochmal überlegen, überlegen. Wir müssen glaube ich erst rechts und dann müssen wir links. Ne, wir müssen erst links und dann rechts. Und dann wieder links. So, also los geht's. Auf in ein neues Abenteuer in einem, auf einem neuen Kontinent sozusagen. Wir werden uns jetzt in Asien probieren. Natürlich werden wir auch die entsprechenden Fruchtsorten hier mal ausprobieren, wie eben auch Reis. Aber gemach, gemach, Freunde. Wir starten erstmal mit den einfachen Dingen im Leben. Und das heißt hier erstmal rechts abbiegen und uns ein bisschen hier die Landschaft genießen. Ich habe mich jetzt extra bewusst dazu entschieden, nicht am eigentlichen Stadthof zu arbeiten, wo es bereits Reisfelder gibt, sondern wir werden hier im flachen Land arbeiten, wo eben entsprechend hier die Fläche auch da ist. Und im Prinzip seht ihr da links auch schon unseren Hof.
Da habe ich auch schon Gewächshäuser platziert und ich will dann auch Schafe dahin machen. Wir werden dann auch einen entsprechenden Schafstall hier installieren. Aber da muss ich dazu sagen, das werden wir erst tun, wenn ich das Feld gegruppert habe und entsprechend bearbeitet habe. So, das ist eine spannende Kurve hier um unseren Hof herum. Hier geht's rein. Das hier rechts ist anscheinend nicht unser Hofgebäude, sondern das da drüben, das eingekastelte. Wir werden dann auch gleich Wasser besorgen, damit wir hier auf jeden Fall unsere Gewächshäuser zum Laufen bekommen. So, hier ist unser Haus, unser Farmhaus. Hier haben wir eine große, große Halle. Und hier haben wir ein Feld mit über 4 Hektar Größe. So, wir schauen uns das Ganze mal von oben an. Und natürlich bietet es sich an, kleiner Tipp, im Moment noch auf jeden Fall automatisch speichern. Ihr wisst schon, warum. So, okay. Ja, ich würde es gerne ein bisschen drehen, aber ist egal. So, Dele. Hier ist unser Feld, die Nummer 4. Das ist unser Gelände. Und da gehört auch der Hof dazu. Feld Nummer 3 nicht. Das wäre natürlich dann für die Expansion gedacht. Und ich bin mal gespannt. Angeblich soll man hier aus diesem, ja, aus dieser Bachlauf oder ähnlichem, da soll man Wasser zapfen können. Das werden wir gleich antesten. Und hier haben wir das Gelände. Und ja, da muss ich jetzt auch erstmal mit der Steuerung zurechtkommen. Wenn wir hier jetzt draufklicken, sehen wir 8 Hektar. Das sind ja sogar 8 Hektar Land. Spannend, spannend. Auf jeden Fall hat das richtig ordentlich Geld gekostet. Aber da ist eben auch alles drauf. Hof, wir haben ein Silo, wir haben eine Tanke. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier diverse Produktionen, wo wir einsteigen werden und verschiedene Früchte bzw. Gemüse hier anbauen oder wachsen lassen. So, und das heißt, das Gelände ist mehr als groß genug, um da auch kleinere Felder erstmal drauf zu machen. Ansonsten können wir ja expandieren. Und warum bin ich hier unten hingegangen? Sollten wir irgendwann mal Reisfelder machen, dann muss man das im Flachen tun, denn die Felder müssen logischerweise wegen der Bewässerung ja flach sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, komme ich gleich hier runter, damit ich nicht zu viel Terraforming machen muss. Starthof ist ansonsten hier oben dieser. Und witzigerweise, obwohl ich hier halt bei Null beginne, starte ich immer hier oben. Naja, mal schauen, ob sich das noch ändert. Denn hier oben sind entsprechende Felder, Reisfelder, die man schon entsprechend bearbeiten kann. Aber ich habe mich eben dazu entschieden, gleich mal hier unten im flachen Land zu landen, damit wir auch etwas im größeren Stil dann arbeiten können. Ich werde jetzt aber als allererstes hier ein schönes, großes, großes Grasfeld machen. Oh, und das wird mit Sicherheit eine Zeit lang dauern. Bei 8 Hektar, Freunde, da ist echt Action angesagt. So, nichtsdestoweniger machen wir jetzt Folgendes. Wir werden jetzt gleich hier den Helfer testen und dann schauen wir mal, was der hier hinkriegt. Er hat das Feld gefunden. Das ist gut. Wir machen Vorgewände an. 2 Stück reichen völlig aus beim Gruppern. Und er soll aber, stopp mal, er soll aber, ja, normalerweise, genau. Das ist so ein Punkt, was auch der ein oder andere schon geschrieben hat. Ganz, ganz wichtig. Beginne mit natürlich. Ihr entscheidet, ob er im Vorgewände beginnen soll oder hoch runter. Und da wir jetzt grubbern, ist natürlich hoch runter eigentlich besser, weil dann fährt er erstmal außen praktisch beim Wenden durch die Frucht und macht dann das Außengewände. Und das hat ja was mit der Bodenverdichtung zu tun. Das ist natürlich deutlich geschickter. Wenn man natürlich losgeht und würde ernten, dann geht man natürlich auf Vorgewände zuerst, damit er erst außen rumfährt und dann natürlich innen drin. Aber wir machen das mal so, wie er das vorschlägt. Also nicht wundern, Freunde, das ist so gewollt und wir machen das. Und hier auch nochmal ein kleiner Tipp, weil der eine oder andere hat das auch schon geschrieben. Spuren überspringen. Die Idee dahinter ist, dass wenn ihr zum Beispiel zu zweit spielt oder ihr wollt dem Helfer unterstützen, dann lasst ihr den Helfer einfach die ungeraden Bahnen und ihr müsst dann die geraden Bahnen fahren, denn der Helfer wird dann nicht anschließend die geraden Bahnen machen, denn ihr sagt ihm ja, er soll ja die Spuren überspringen. Also die Idee ist nicht eben, dass er dann nur jede zweite Bahn macht und wieder von vorne anfängt, sondern er fährt dann nur jede zweite Bahn und ihr könnt dann eben dann die nächsten Bahnen fahren. Oder im Multiplayer eben zu zweit arbeiten oder zu dritt sogar. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Jedenfalls, so habe ich es verstanden. Wenn ihr was anderes wisst, dann schreibt es auch bitte gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Infos, Hilfen hier am Anfang des LS 25. So, also 5 Meter, das passt. Das sollte passen. Und deswegen schreibe ich, sage ich hier, okay. Und ab die Post.
Und jetzt sollte er doch hoffentlich was tun. Ja, ich höre schon, er klappt aus. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Und jetzt wird er ins Feld reinfahren und dann geht's los. Denn mit der Baumwolle können wir nichts anfangen. Natürlich hätten wir die jetzt ernten können, aber da hätten wir nochmal 2 Monate warten müssen. Und ich will hier auf jeden Fall Gras, damit wir dann eben A, Ballen machen zum Verkaufen und B, natürlich Futter haben für unsere Schafe, die ich genau hier in diese Ecke dann platzieren will. Aber erst, wenn es soweit ist. So, ich denke, er wird seinen Job hier gut machen. Oh Mann, 8 Hektar. Also das ist wirklich jede Menge Fläche. Das ist wirklich jede Menge Fläche. Ja, er fährt jetzt erstmal so und dann wird er in die andere Richtung fahren. Dann wird er in die Richtung fahren. Naja, also auf jeden Fall wird das ein abendfüllendes Programm. Wir springen hier zu unserem Iseki und werden erstmal schauen, dass wir unsere Gewächshäuser zum Laufen bringen. Jetzt sehe ich gerade, da hätte ich gar kein Frontgewicht gebraucht, glaube ich, oder? Der kann gar kein Frontgewicht dran machen. Ja, der war halt günstig, ne? Der war günstig im Gebrauchtjob. Und dann habe ich natürlich gleich mal zugeschlagen. So, wir schalten wieder um. Das ist zwar ganz nett mit dem Third Person. Also es ist natürlich super, dass wir es haben, weil jetzt kann man hier auch ein bisschen agieren. Aber natürlich, so arbeitet es sich etwas leichter. Dann schauen wir nochmal. Konfiguration. Nein, wir können da nichts machen. Der hat definitiv vorne kein Gewicht. Also ich wüsste nicht... Ja, was ist denn das? Ist das so eine Art Anhängerkupplung oder sowas, ne? Aber ich glaube, da kann man kein Gewicht dranhängen, oder? Ja, wir werden noch viel, viel lernen. Nee, das ist ja 3 Punkt. Außer da gibt es spezielle Gewichte, Augenblick. Wir könnten natürlich nochmal reinschauen in den Shop. In den Shop. Schauen wir mal nach dem Gerät. Machen wir den Iseki. So, und dann können wir natürlich gucken. Nee, doch. Konfigurieren. Nein, da gibt es keine Zubehörteile. Okay. Naja, gut, da war, wie gesagt, günstig. Und wir können auf jeden Fall mit dem die Hofarbeiten beziehungsweise hier diese Arbeiten erledigen, wie auch dann Wändern oder Schwaden und Ähnliches, wenn wir dann soweit sind. Okay, das Gewicht lassen wir mal liegen. Können wir vielleicht für ein anderes Fahrzeug gebrauchen. Und jetzt testen wir mal an, wo wir Wasser bekommen. So, soundtechnisch hoffe ich, dass es passt. So, und links sind natürlich die Werbetafeln mit dem Season Pass. Das dürft ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wer von euch alles bereits zum Thema Season Pass sich entschlossen hat. Und wir gucken mal. Also angeblich soll man hier Wasser zapfen können. Dazu schalten wir mal die Hilfe wieder ein. Ja. So. Ja, das hier muss man sich erstmal dran gewöhnen. KI-Helfer, fülle das Gerät auf. Ja, ich will da aber nicht reinfahren, ne? Oder gibt es eine spezielle Stelle? Oder muss ich doch reinfahren? Nee, also hier geht es jedenfalls nicht. Ansonsten müssen wir tatsächlich erstmal schauen, wo wir überhaupt Wasser bekommen. Weil Wasser wird jetzt natürlich essentiell. Und noch haben wir, glaube ich, keine Wassermod, die uns günstig an Wasser kommen lässt. So, wo kriegen wir Wasser? Ja, was hupst du denn jetzt schon? Nee, da kommt nichts. Achso, stopp mal. Muss ich vielleicht irgendwas öffnen? Nee, da kann ich nichts öffnen. Nee, da kann ich nichts öffnen.
und er füllt nicht auf. Also, dann haben wir schon mal das erste Problem hier. Und dann suchen wir mal auf der Karte, wo ich denn Wasser bekomme. Hier am Ende vielleicht. Gibt es einen Wassertrigger? Also beziehungsweise die Anzeige für einen Wassertrigger. Da. Abladestation, Ladestation. Blau. Blau sind Ladestationen. Und wir sehen, okay, der Helfer macht seinen Job, glaube ich, ganz okay. So, wo kriegen wir Wasser? Wo würden wir Wasser kaufen können? Ja, da würde ich doch sagen, wir fahren einfach mal hier runter und versuchen hier unten unser Glück. Vielleicht ist es da flach genug. Ja, am Nachbarn seinem Feld vorbei. Also ist natürlich klar, hier sind Felder, wo man auch ein richtig schönes Big Farm Projekt machen könnte. Also hier kann man, hier unten kann man schon einiges machen. Na, wir schauen hier nochmal auf die Karte. Ja, da geht einiges. Also die Felder 8, 2 und 7, das sind natürlich schon richtige Apparate. Da kann man ordentlich arbeiten. Die 12 natürlich. Und die 4 mit 8 Hektar. Also da können wir natürlich viele, viele kleine Felder draus machen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier... Oh, 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 das wird gefährlich. Nee, nee, nee. Also das... Da will ich nicht rein. Da will ich nicht rein. Jetzt gehen wir doch mal nach oben. Und dann schauen wir mal, ob wir da was finden. Wo wir ranfahren könnten. Ja, das ist so ein Becken. Hier könnte es vielleicht gehen, oder? Also hier ist ein Bach. Nee, da sind Felsen, da kommen wir nicht runter. Wo wäre es flach, dass man reinkommt? Da wird es auch nichts. Da wird es auch nichts. Da geht's hoch zur Tempelanlage, die man dann irgendwann mal bauen kann. Wunderschön hier mit den Parkplätzen. Also wie gesagt, die Map hat es mir jetzt doch ein kleines bisschen angetan, aber wir müssen uns auch hier erstmal zurechtfinden. Wo kriege ich hier jetzt Wasser? Wo bekomme ich hier Wasser? Also am Hof haben wir definitiv keins und ansonsten müssen wir halt was setzen. Es hilft nichts. Im Zweifel müssen wir tatsächlich was setzen. Okay, dann werden wir einfach ein bisschen was bauen. So. Verkaufsstellen. Fabriken. Ach, das ist ja übrigens auch neu, dass es jetzt hier so kleine Fabriken geben sollen. So Mini-Fabriken. Hier, glaube ich, gell? Konservenfabrik. Da könnten wir zum Beispiel unsere Produkte aus den Gewächshäusern verarbeiten. Schreinerei, eine Bäckerei. Okay. Eine Molkerei. Eine Getreidemühle. Molkerei wird natürlich dann interessant, wenn wir Ziegenmilch bekommen. Aber die verarbeiten da unten Ziegenmilch, ja. Eine Traubenverarbeitungsanlage und Ölmühle. Und da gibt es noch mehr. Ah, das wird schon spannend. Da kann man eine kleine Produktion hier auf dem Hof aufbauen. Wir werden sehen. Jetzt brauchen wir erstmal natürlich Wasser. Silos. War das hier unter Silos? Nee. Es gab ja, oder bei Tools, Silo-Erweiterung, baubare Objekte, Container. Hier haben wir was. An diesem kannst du deine Wasserfässer auftanken. Ja, dann werden wir das einfach mal tun. Leichter als... So, dann denke ich... So, dann packen wir das Ding doch hierher. Zack. Und gut ist... Sehr schön. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder irgendwie zum Hof kommen. Ja,
da werden wir außen rumfahren müssen, hilft nichts. Beziehungsweise wir fahren jetzt doch mal drüber. Nicht, dass es jetzt doch tatsächlich... Ah, doch. Augenblick. Ja, okay. Und hier kriegt man natürlich kostenlos Wasser. Ja, aber dass man da direkt reinfahren muss, ist halt schon ein bisschen, naja. Also dranfahren hätte ja auch gereicht. Also auf jeden Fall haben wir es jetzt herausgefunden, hier kriegen wir Wasser. Wenn wir direkt da reinfahren, sieht natürlich ein bisschen blöde aus. Aber naja, nun gut. So, weiter geht's. Der fährt nur 34. Der ist nicht gerade schnell, ne? Also das ist genau der Schlepper, den man so ein bisschen auf dem Hof braucht. Und dann halt auf der direkt auf der Wiese beziehungsweise direkt auf dem Feld vor Ort mit dem arbeiten kann. So, und 37 Stunden hat der schon drauf. Ich glaube, den hätten wir reparieren sollen. 37 Stunden. So, hier geht's rein. Das werden wir jetzt gut finden. Ist ja alles zentral hier. Da drüben sehen wir die Autobahn. So, und dann fangen wir hier mal an. Ja, ich muss mal checken, weil ich glaube, hier muss man von hinten auffüllen, das Wasser. Ja, da kommen wir gut rein. Ja, wir machen jetzt erstmal überall Wasser rein, damit wir auf jeden Fall die Produktion starten können. Überall ein bisschen und dann werden wir das Ding hier komplett auffüllen. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Gabelstapler und werden auch noch einen Anhänger brauchen, damit wir die Produkte dann auch wegbekommen. Oder wir machen eben gleich hier eine entsprechende Produktion, eine Hofproduktion mit diesen kleinen Produktionen. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hervorragend. Dann starten wir hier mal die Produktion. So, hier sind die. Mittleres Folien. Ah, so funktioniert es also. Aktivieren. Okay. Ja, und dann machen wir mal China-Kohl, würde ich doch sagen. Oder mittleres. Okay. Dann machen wir einfach mal alles. Also, klassisch wäre einmal China-Gemüse. Dann gehen wir in das nächste. Knoblauch. Schauen wir mal. Dann gehen wir in das nächste. Frühlingslauch. Tja, probieren wir mal. Alles natürlich auf Behalten. Wo stelle ich denn das um, ob ich das behalten will? Ach, hier unten, oder? Dreimal Wasser, sechsmal Frühlingslauch. Deaktivieren. Ausgangsmodus ändern. So geht das. Das ändert sich dann da drin. Okay. Wir werden, wie gesagt, alles behalten und erstmal selbst verteilen und selbst wegbringen und selbst verkaufen. Und dann haben wir noch hier unsere Pilze. Austernpilze oder Enoki. Das ist ja spannend. Einmal Wasser. 3, 5. Okay. Machen wir mal Austernpilze. Läuft. Ja, das ist jetzt... Ja, das würde ich mir wünschen, dass man das auch ein bisschen da besser sieht, ne, was da läuft. Ach, es ist dann etwas leicht hervorgehoben. Es leuchtet ein kleines bisschen. Die Frucht, also das Symbol. Ja, okay. Gut, aber nichtsdestoweniger, Freunde. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein, für die erste Folge. Wir sind... Oh, alles klar, wir haben eine Trophäe erhalten. Also, das soll es gewesen sein. Wir sind jetzt im Geschäft, Freunde. Auf der Hutan-Pantei starten wir unser Let's Play im LS25. Und wenn ihr da Bock habt, das Ganze zu sehen und noch häufiger zu sehen, dann gerne ein Abo dalassen oder zumindest liken. Das würde mich freuen. Und wir dürfen gespannt sein, wie es hier weitergeht. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.